Diese Frage aus der Algebra besteht aus 5 Unterfragen und zu jeder Unterfrage wird nur die Endantwort verlangt. Hier die erste Unterfrage. Auf wie viele verschiedene Arten kann man die Goldmedaille, die Silbermedaille und die Bronzemedaille beim 100-Meter-Rennen, bei dem 8 Athleten teilnehmen, verteilen? Wir suchen natürlich die Anzahl Variationen von 8 Elementen, 3 zu 3 genommen. Und diese Anzahl wird berechnet durch die Fakultät von 8 geteilt durch die Fakultät von 8 minus 3, also geteilt durch die Fakultät von 5. Die Fakultät von 8 können wir so schreiben: 8 mal 7 mal 6 mal Fakultät von 5. Wir stoppen bei Fakultät von 5, denn so kann man sofort durch diese Fakultät von 5 kürzen. Als Endantwort tragen wir also 336 ein. Unterfrage 2. Schreibe den Koeffizienten von x hoch 3 mal y hoch 4 der Entwicklung von 2x plus y hoch 7. Diese Potenz kann in diese Summe umgeschrieben werden durch das Newtonsche Binom. Und so erkennen wir sofort, dass wir den Term in x hoch 3 mal y hoch 4 erhalten, wenn wir j durch 3 ersetzen. Also der Term für j gleich 3 in x hoch 3 y hoch 4, das ist dieses Produkt. Das führt dann zu dieser Rechnung. Die Fakultät von 7 schreiben wir in diese Form: 7 mal 6 mal 5 mal Fakultät von 4. Wir stoppen bei Fakultät von 4, denn so können wir durch diese Fakultät kürzen. 3 mal 2 macht 6. Diese drei Faktoren verschwinden also auch. Und so bleibt noch 7 mal 5 mal 8 zu berechnen. Und das macht 280. Wir halten nur die Endantwort 280 fest. Unterfrage 3. Eine seltene Pflanze verdoppelt täglich ihre Anzahl Blätter, die am ersten Tag ein Blatt beträgt. Wie viele Blätter hat die Pflanze insgesamt nach 10 Tagen? Es handelt sich hier um diese geometrische Zahlenfolge mit Quotient q gleich 2. Das allgemeine Glied dieser Folge wird durch diese Formel berechnet und die Summe der n ersten Glieder durch diese Formel. Wir suchen die Summe der 10 ersten Glieder. Also berechnen wir die durch diesen Bruch. Und der ergibt 2 hoch 10 minus 1, also 1024 minus 1, das heißt 1023. Auch hier halten wir nur diese Endantwort fest. Unterfrage 4. Man wirft zwei ausgeglichene Würfel mit jeweils 6 Seiten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zeigt der erste Würfel streng mehr Augen als der zweite? Hier sind die 36 möglichen Ausfälle, von denen diese Magenta-Ausfälle die Bedingung erfüllen. Also die gefragte Wahrscheinlichkeit wird berechnet durch die Anzahl günstiger Fälle, also 15, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, also 36. Diesen Bruch können wir noch kürzen in 5. Zwölftel und auch hier halten wir nur diese Antwort 5 Zwölftel fest. Fünfte und letzte Unterfrage. Sei die Gleichung zweiten Grades x hoch 2 plus m plus 1 mal x minus m Quadrat plus 1 gleich 0, in der die unbekannte x und der Parameter m reelle Zahlen sind. Für welchen Wert von m hat diese Gleichung zwei verschiedene reelle Lösungen?
diese Gleichung zweiten Grades hat zwei verschiedene reelle Lösungen, dann und genau dann, wenn die Diskriminante Delta streng positiv ist. Delta wird berechnet durch b² minus 4 mal a mal c. Also führt das zu dieser Ungleichung, die wir vereinfachen können zu dieser Ungleichung zweiten Grades in m. Um die zu lösen, lösen wir zuerst die Gleichung zweiten Grades mit unbekannter m. Diese Gleichung hat zwei Lösungen, und zwar minus 1 und 3 Fünftel. Um also diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir diese Zeichentabelle für dieses Trinom zweiten Grades mit den zwei besonderen Werten für m, minus 1 und 3 Fünftel. Also wenn m minus 1 ist, dann ist dieses Trinom 0, also tragen wir hier 0 ein und da ebenfalls. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von m², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Dieses Trinom zweiten Grades muss streng positiv sein, das ist der Fall hier und da. Also muss m sich befinden im Intervall von minus unendlich bis minus 1 ausgeschlossen oder im Intervall von 3 Fünftel aber ausgeschlossen bis plus unendlich. Auch hier halten wir nur diese Endantwort fest.